Meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch im zweiten Adventskalender Türchen das Buch Der Buchspazierer von Carsten Henn vor. Ein Buch, das ich Anfang des Jahres in einer Lesegruppe gelesen habe und was ich sehr, sehr, sehr geliebt habe. Ich mir auch einige Markierungen abfotografiert habe, weil ich es ja leider auch bisher nur als E-Book hier habe und mir einige Dinge auch rausgeschrieben habe. Wir treffen auf den Buchhändler Karl, der ist schon etwas älter, ja, steuert im Grunde auch schon so auf ja, die Rente zu, wenn er nicht sogar vielleicht sogar einen Hauch älter ist. Und er hatte zusammen mit seinem besten Freund eine Buchhandlung, beziehungsweise er hat die noch. Allerdings ist sein bester Freund, der die Buchhandlung führt, ist krank, ist im Pflege- oder Altenheim und seine Tochter leitet jetzt die Buchhandlung. Karl ist in seinem Städtchen dafür bekannt, dass er abends nach dem Feierabend immer die Bücher direkt zu den Kunden gebracht hat, dass die Kunden bestellen konnten und er abends eine Runde gemacht hat. Und wir sind bei diesen Abendrunden mit dabei. Das heißt, wir lernen nicht nur Karl kennen, sondern auch seine Kunden, die eben Bücher, wie wir alle hier wahrscheinlich besonders lieben. Doch eines Tages sagt die Tochter seines besten Freundes, wir ändern jetzt das Konzept unserer Buchhandlung, wir müssen moderner werden. Es will keiner mehr einen langen Plausch an der Tür haben bei einer Lieferung und Karl soll damit jetzt aufhören. Er soll auch seinen Job verlieren und ja, soll jetzt im Grunde noch so ein bisschen die Zeit absitzen. Und ja, Karl ist darüber natürlich nicht erfreut, weil er die Kunden nicht nur als Kunden gesehen hat, sondern sie ihm eben auch ans Herz gewachsen sind. Eines Tages bei einer seiner Runden steht dann allerdings ein 9-jähriges Mädchen vor ihm, welches ihn jetzt auch ein bisschen begleitet und ja, wir so ein bisschen bei dieser Freundschaft dabei sind und nicht nur die beiden Charaktere kennenlernen, sondern eben auch die Kunden, die Leser, wir mit dabei sind, wenn über Bücher gesprochen wird, wenn begeistert über Bücher geredet wird und man eben merkt, dass Lesen und Leser eben nicht immer nur unbedingt nerdig sein müssen oder ganz spezielle, gebildete Menschen sind, sondern eben auch einfach Menschen wie ihr und ich und ich und ihr. Und das, finde ich, macht diese Geschichte so wunderbar warmherzig. Es ist eine Liebe an das Lesen, eine Liebe an Büchern. Man merkt hier die Leidenschaft, die Carsten Henn dahinter hat, die er Karl auch übermitteln lässt. Karl ist mit vollem Eifer Buchhändler. Er liebt Bücher, er liebt Literatur, er liebt das Lesen, er liebt auch Leser und er liebt es auch, und das waren ganz schöne viele Liebeleien, er liebt es auch, über Bücher zu sprechen. Also wir haben hier auch verschiedenste Bücher, die in Erwähnung finden und über die gesprochen wird, über die auch ein bisschen diskutiert wird, in der man im Austausch ist. Das fand ich richtig, richtig toll. Diese Leidenschaft des Lesens ist ja auch etwas, was mich antreibt, was ich spüre und was ich ja auch, ja, umsonst mache ich natürlich hier BookTube auch nicht, sondern eine Leidenschaft, die ich eben auch teilen möchte und auch sehr froh bin, dass ich dieses Buch in einer kleinen Gruppe gelesen habe, wo man sich austauschen konnte, wo man Gedanken teilen konnte, wo man über ja, nicht nur das Buch selbst, sondern das Lesen im Allgemeinen auch ein bisschen gesprochen hat. Man merkte dem Buch an, dass es manchmal auch an Schwere gewonnen hat. Es sind natürlich auch traurige Themen dabei, also sei es das Älterwerden oder eben auch dieses in Rente gehen, seine Aufgabe zu verlieren, Veränderungen in Gänze und was man aber daraus so ein bisschen auch machen kann. Und gerade das Ende wird dann an mancher Stelle schon sehr emotional und das habe ich auch noch sehr, ja, gefühlvoll in Erinnerung. Der Schreibstil ist schon irgendwie einfach, aber an mancher Stelle sehr poetisch. Er hat sehr viel Spaß gemacht, in diese Geschichte einzutauchen. Ich fand die Charakterzeichnung richtig, richtig toll. Man ist sehr gerne auf diese Reise mit Karl gegangen. Man mochte definitiv auch die ja, junge Buchhändlerin, Besitzerin nicht, weil man dachte, Mensch, hier, jetzt schätzt doch das, was du hast. Aber natürlich das Moderne, die Veränderung, sie ist da. Ich glaube, wir spüren sie auch jeden Tag. Und natürlich merkt man das eben auch in diesem Geschäftsfeld. Die manchmalige Schwere in dieser Geschichte war aber immer sehr emotional, sehr echt, immer sehr authentisch und man spürte trotzdem eine gewisse positive Grundstimmung und das hat mir besonders gut gefallen. Also ich fand die Geschichte sehr, ja, ich fand sie sehr schön. Es ist irgendwie, es finde ich, es gibt gar nichts anderes. Es war irgendwie wohlig, es war warm, es war leidenschaftlich. Hier ist
ja, der Weihnachtswichtelkater im Hintergrund und bringt die Kamera zum Wackeln. Es war eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, sehr ergriffen hat, mitgerissen hat und auch wirklich emotional sehr begeistert hat. Und ich habe mich eben selbst auch in dieser Geschichte immer wieder gefunden, wenn es eben um die Liebe zu Büchern geht. Denn deswegen sind wir alle hier, weil wir Bücher lesen, weil wir gerne lesen, weil uns das auch irgendwie verbindet, weil man immer auch nach diesem Austausch sucht bei Geschichten und sich immer freut, wenn eben auch Leute gemeinsam irgendwie über das Lesen zueinander finden. Und das, finde ich, merkt man in diesem Buch wirklich sehr. Carsten Henn hat es toll erzählt, er hat eine tolle Geschichte sich ausgedacht, er hat Karl wirklich ganz wunderbar gezeichnet, auch unser 9-jähriges Mädel hat er on point getroffen, die Nachbarschaft mit ihren Eigenheiten, Problemchen, warum jemand zu welchem Buch greift, das fand ich richtig, richtig schön. Eine Geschichte, die mich wirklich sehr herzerwärmt hat und hier einen Wichtel, den man einfach mal kurz klauen muss und hier die Randale an Dekoration abhalten muss. Es tut mir leid, aber so ein bisschen Katzencontent macht das dann wahrscheinlich auch wieder gut. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, die irgendwann unbedingt auch nochmal als echtes haptisches Buch in mein Highlight-Regal einziehen wird. Ich alle Markierungen nachholen werde und mich darüber dann auch freue, nochmal in die Geschichte so zu teilen, zumindest einzuziehen. Ja, das war es jetzt, das zweite Türchen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren 2. Dezember. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Türchen, beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.